Ja. Oh. Augen auf. Es ist Dienstag 2:30. Das heißt aber nicht, dass ich gerade erst aufgestanden bin. Ich habe hier den kompletten Haushalt im Schlafanzug gemacht, weil ich gleich schnell duschen will. Dann wollen wir noch ein bisschen mit dem Fahrrad fahren. Habe hier schon mal alles schnieke gemacht. Jetzt scheint auch die Sonne und ich wollte gleich mit Frau Douglas ein bisschen mit dem Fahrrad fahren. Aber vorher muss natürlich hier alles fertig sein. Geil, ne? Auf jeden Fall läuft die Waschmaschine. Und der Trockner ist schon durch, das muss ich gleich auch noch alles ausräumen. Hier liegt der Rest der Wäsche. Die ist in 20 Minuten durch. Ja, und dann habe ich soweit alles fertig. Dann gehe ich duschen. Das mache ich, glaube ich, jetzt. Und mache mich so ein bisschen fertig. Und dann geht es auch schon los. Dann wollen wir eine kleine Runde mit dem Fahrrad drehen. So, im Büro war ich natürlich auch schon fleißig. Das Video lädt das nächste, noch 37 Minuten. Ja. In der Zeit, wie gesagt, werde ich jetzt duschen. Ich bin jetzt soweit fertig. Das Einzige, was noch fehlt, ist Parfüm. Ich sitze hier vor meiner Parfümschublade, wie eigentlich immer jeden Tag, und überlege, welches Parfüm ich denn nehme. Weil ohne aus dem Haus gehen geht gar nicht. Und ich wollte euch, deswegen filme ich jetzt auch gerade, was zeigen, was ich gefunden habe bei Netto. Da hatten die auch Parfüm, und zwar haben die da eine Sorte gehabt von La Rive oder wie das heißt. Das gibt es bei Rossmann eigentlich, diese Sorte. Und da habe ich die einfach mal mitgenommen für 3,99 €. Da habe ich gesagt, das kann eigentlich ja nichts sein. Aber ganz ehrlich, das riecht so, so lecker. Ich zeige euch das mal. Das ist dieses hier, das nennt sich Easy. Müsst ihr mal gucken. Ich weiß nicht, ob das nur bei uns jetzt beim Netto gibt oder überall, weil letztes Mal, wo ich da war es schon wieder nicht mehr da. Keine Ahnung. Aber das nehme ich jetzt heute nicht. Ich nehme heute wieder mein Lieblingsparfüm, das nachgemachte Hypnotic Poison. Ich würde mir niemals das Original kaufen für 89 €, glaube ich. Aber dies hier riecht fast genauso. Ich kann euch das ja mal in der Infobox verlinken. Habe ich auch schon mal. Viele von euch haben sich das auch geholt und haben gesagt, das riecht richtig lecker. Aber es ist natürlich Geschmackssache, ne? Das ist mein Geschmack und ja, müsst ihr einfach ausprobieren. Gibt es bei Amazon. Verlinke ich euch. Und zack, ist man auf dem Radl, ne? Moin, Frau Douglas. Wir fahren jetzt eben zur Hütte. Weil Manuel ist mit Papa bei der Hütte und die sind da wieder am Werkeln, bauen da irgendwelche Zäune drumrum und keine Ahnung, was die da machen. Und da wollen wir jetzt mal eben nach dem Rechten schauen, ne? Ob das auch alles mit rechten Dingen zugeht. Genau. Und ansonsten, ja, 3 Tage Urlaub habe ich nur noch. Das ging viel zu schnell, ne? Weiß ich nicht. Das war genauso wie mit Corona. 7 Wochen sind wie im Flug vergangen. Ein weiter, glaube ich, noch, ne? Ja. Oh, was juckt mein Auge? Wie kratze ich mich denn jetzt? Die eine Hand muss ich am Steuer behalten und die andere Hand Kamera. Ich glaube, das Schuhmuseum ist auch nicht mehr da, ne? Nee. Nee, da sieht das alles so ausgeräumt aus. Muss ich gleich im Mikro. Das war noch eins. Schön. Hallo. So soll das sein. Ist ja gut. Ja. Super. Ihr seid ja Moin. Pfiffig. Moin. Schön. Ihr seid ja richtig pfiffig. Cool. Pfiffig, wie pfiffige Pfiffig. Dann kann hier auch Besen und sowas rein, Müll. Ja, die Tische. Die Tische, genau. Ich hier gerade auf, um mich zu nerven. So, du, Manuel, ist da dann ein Schloss dann auch vor? Nee.
Da stelle ich mir einen Stein vor, so einen Ziegelstein, weil wenn der davor steht, geht da keiner rein. Ja. Schön. Sieht auch kompakter aus, ne? Ja, ne? Da kommt noch eine Latte, eine Leiste, wo er vorläuft. Von außen muss die dann aber ja, weil sie jetzt ja nach innen aufgeht. Ja, hier muss die dran. Genau. Hier dann machen wir gleich eine von den Zierleisten vor. Das ist aber nicht viel, 2 cm. Macht nichts. Aber da kommt ja auch Schloss. Aber wie viel Platz hier jetzt ist, ne? Ja. Cool, oder? Richtig gut. Ich finde das richtig schön, wie es jetzt ist. Ja. Und dann können die Mülleimer draußen hin, die Tische, die Schild vor allem. Und dann, wenn einer hier am Saubermachen ist, kann der andere schon hinten einräumen, ne? Ja. Das ist richtig schön. Ach so, ich wollte fragen mit den Blechen. Ne? Was denn? Mit den Blechen? Ja. Macht sie die, kann sie die auch nee, sauber machen? Nee, die passen nicht in die Spülmaschine. Die passen nee. Nicht. Also hättest du aber theoretisch nur die Bleche zum Saubermachen. Ja, und noch die großen Sachen, die wir dann noch mitnehmen, ne? Ja, aber du wie hast die ja Marmeladenmaschine und so. Ja. Aber also die kleinen Teile. Ja. Kann sie alles nehmen an eine Spülmaschine. Das ist richtig cool. Ja. Ich glaube, Viertelstunde war das fertig. Echt? Du in der Spülmaschine, die hat doch so eine, wie nennen die sich, Gastro? Gastro-Spülmaschine. 10 Minuten war das fertig, 3 Minuten dauert das. 3 Minuten? Ja, ein Spülgang, 3 Minuten. Überleg mal im Imbiss, wie haben wir denn sonst da 100 Teller weggekriegt am Abend? Die läuft 3 Minuten, raus, fertig. Mhm. Es ist warm. 1,50 bitte. Spülen. Sie können nicht einfach hier was aus dem Bestand nehmen und dann so tun, als wenn... Bei der Inventur fehlt mir das wieder. Du, bei der Inventur fehlt mir das wieder. Du bist doch eigentlich Geschäftsmann, das musst du doch wissen. Wo kommen wir da denn hin? Eintragen. Ja. Wolltest du auch was trinken? Nee. Nee? Nee. Hier keine 1,50 mit. Ich könnte Ihnen noch keine Energy mit. Energy, Cola, Cola Light, Fanta, Sprite. Wir sind hier schon so ein kleiner Kiosk. Wir haben uns gleich ein Soft-Eis. Ja, hab ich auch schon. Ziel. Hab ich auch schon dran gedacht. Und es geht ja auch darum, dass wir ein Ziel haben. Ja, wir brauchen gerne so Pläne. Nee, ich auch nicht. Und wenn man weiß, da, ne? Und wo wollen wir uns dann hinsetzen? Ist egal, da finden wir schon irgendeinen Platz. Da ist so eine schöne Grasfläche. Hast du jetzt noch ein Unterhemd an? Ja, natürlich. Immer dieses Thema Unterhemd, ne? Ja. Der Kühlschrank muss nämlich immer 2-3 Mal gegenkloppen. Mhm. Manuel, ja? Denkst du dran, dass du deinem Kühlschrank immer 3-mal gegenklopfst, weil der sonst nicht richtig zu ist? Aber jetzt ist er mehr Stabilität nicht. Da hinten noch ein Winkel. Bist du zufrieden? Sabine, das sieht doch irgendwie sexy aus, wenn man so eine Bohrmaschine in der Hand hält. Und dann so ein Nagel so im Mund hängen hat. Geil. Und dann noch Schrauben. Das sieht so aus. So, mm. Was soll ich sagen? Die Schleimfinger. Komm, steck dir noch eine Schraube im Mund. Wenn die gleich an die Ohren kriegen. Ja, erst wieder. So, jetzt mach ich ein bisschen bei Laune halten. Ja. Ja. Ne? Genau. Wenn es nur so ein ganz einfacher Satz ist. Hier, da. Moment, das ist genau ein Ast. Hoffen, dass ich da durchkomme. Genau. Ja. Fest. Den hast du so. Den habe ich. Die ist zu lang. Die muss wieder raus. Die muss raus. Lass mein Schuhwerk in Ruhe. Auch die Schlappen, ne? Passt alles so super zusammen. Perfekt. So Arbeitsschlappen. Ja. Und dann noch mit Socken. Stahlkappenschlappen. Richtig wie so ein Supertouristi. Ja. Und dann die Hose, die ist viel zu lang. Wo hängt dir die Hose denn? Das interessiert ihn jetzt nicht. Und damit muss ich nicht hin. So ist aber schön stabil. Da kommen wir mal nicht mehr. So ist aber schön stabil. Wir sind ja nicht, wir sind ja keine kleinen Dummen. So, wir gehen weiter, ne? Tschüss. Also wir sind weg. Ja, denk dran, ne, was du vorhast. Was? Wie, was ich vorhabe? Du musst die Radwege abgucken, wo wir Schilder hinstellen können. Wo soll ich das denn jetzt gucken? Hier wir sind hier freizeitmäßig unterwegs und nicht, dass wir hier irgendwelche Aufgaben wieder erledigen müssen. Deine private Firma hier denken. Wohl. Wenn ihr jetzt mit dem Rad unterwegs seid, dann guckt ihr gefälligst an den Radweg. Du, guck ihm, guck ihm. Was? Ja, nicht an meine private Firma denken. 7,90 Euro hätte ich jetzt. Wollte einen Schluck daraus und wegen Corona ging das ja nicht. Juha! Augen auf. Die Matte, das ist lebensgefährlich. Ich wollte gucken, ob der Kühlschrank richtig zu ist. Ja, weil du wieder nicht 1, 2, 3. Meine Güte. So. Von außen wir gehen weg. Mir das, das ist mir hier zu hektisch und zu anstrengend. So, ich habe Urlaub.
am besten hier. Jetzt. Aber irgendwie fährt der so schwer. Nee, das kann nicht, Sabine. Nee, jetzt bist du auf höchster Stufe. Das ist höchste Stufe. Warte mal. Ach, die so, Autos. Erstes, zweites, drittes Level. Normalerweise da reicht. Könntest du mit dem ersten Level fahren. Aber nee, mach mal ein zweites. Weil wir ja nicht so weit wegfahren, kannst du ruhig zwei nehmen. Habe ich jetzt genauso wie du. Bloß, dass ich im sechsten Gang bin. Gut, so, dann. Aber das verstehe ich jetzt nicht, dass du sagst, das wird schwer. Das kann nicht. Ja, das fuhr gerade. Also nicht so wie sonst, habe ich gerade das Gefühl gehabt. Pass auf. Ja, nun fahr, Mann. Fahr. Moin. Moin. Doch, jetzt weiß ich, woran es liegt. Du hast jetzt auf den siebten Gang gemacht, ne? Ja. Dann brauche ich nicht so oft treten. You know? Hä? Auf dem sechsten ist auf dem dreiten. Jetzt geht's schnell. Jetzt geht's gut. Weißt du, was hier immer war? Ja, Konfitje hatte ich hier, ne? Aber wo war das denn? War das hier in so einem Haus? Ach, ich weiß schon, wo der Bulli steht, ne? Genau. Ich schau mal, ob die mir das aufpumpen können. So, was ist denn jetzt? Ich habe einen Platten. Wie, du hast einen Platten? Vorne? Vorne habe ich einen Platten. Oh. Warte, wenn ich richtig drücke, hier ist es. Das kann doch nicht wahr sein. Ja. Ja, und was machen wir jetzt? Ja, jetzt gehen wir zu der Tankstelle. Wir können ja nicht ganz zurücklatschen. Müssen wir ja. Gibt's ja nichts. Und dann frage ich erstmal, fragt man danach. Essen erstmal ein Eis. Dann frage ich. Achso, das ist erstmal jetzt das Wichtigste. Ja. So, und dann frage ich. Warte, ich muss hier von der Straße runter. Ob da kommen die uns Autos. Das und dann fahren wir ganz schnell nach Hause. Ja, Hauptsache wir kriegen unser Eis. So müssen wir das schon machen. Ach Mensch. Und Scheiße, du. Oder du klingelst hier einfach irgendwo und fragst ihn nach einer Luftpumpe. Aber ist unverschämt, ne? Papa hat eine Luftpumpe mit. Wo? Das ist so anstrengend. Ich krieg da gerade wo denn? Dann mach ich das eben. Ja, warte. Ich kann das versuchen, aber bringt sich ja nichts. Das ist wieder so typisch. Jetzt kannst du nochmal. Oh, pass auf. Willst du nochmal? Kommt da überhaupt was? Ja. Dass wir wenigstens immer eben so, ne? Ja, ja. Ist ja voll jetzt. Ja, ne, mach ruhig so viel, so weit du kannst. Kann der platzen? Nee. Weil jetzt geht er schwer. Ja. Aber da muss ja jetzt ein Loch drin sein, ne? Du, das reicht, glaube ich. So. Probier mal erstmal so. Muss da so ein Pinöchen drauf? Nee, da war keins. Dreh mal ein bisschen fester da oben. Geht nicht. So, dann lass. Schön gemacht. Hier ist ja noch was. Was ist das denn noch? Noch eine Luftpumpe. Oder wonach sieht es aus? Ja, wo ist dann der Unterschied? Die eine ist länger und die andere ist kürzer. Lecker? Ja, lecker. 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 Wollen wir jetzt hier sitzen an der Straße und das essen? Wenn du da hinten hinfahren willst. Oder wollen wir da hinten hinfahren? Ja, aber dann ist es geschmolzen. Geschmolzen, ja. So, jetzt haben wir doch noch eine Bank gefunden. Ich wollte dir noch immer zeigen. Mhm. Warte, noch nicht gucken. Ich bin mal gespannt, was du davon hältst. Ich habe mir Bettwäsche bestellt, ne? Würde eher zu dir passen. Also eure Hoheit, ne? Eure Hoheit. King und Queen in Schwarz-Weiß. Das nicht kannst schlecht. Du so wenden, ne? Nicht schlecht. Sieht cool aus, oder? Ja. Oder wir tauschen. Du kriegst meine Sternchen und ich krieg die. Nein. Du, das ist Mikrofaser. Das hatten die nicht in Baumwolle. Was ist Mikrofaser? So. Mikrofaser ist hier... Ist aber nicht so, dass ich das so komisch anfühle. Nee.